Hey und willkommen zu Episode 11 meines Avatar Frontiers of Pandora Let's Plays. Dann wollen wir mal wieder. Was müssen wir denn überhaupt machen? Genau, wir waren letztes Mal beim Resistance HQ, haben eine Nebenquest verfolgt mit dem Tablet und der etwas peinlichen Romanze. Da reden wieder welche. Ich kann nicht mit euch interagieren, das finde ich schade. Auch hier bin ich voll. Das heißt, wir suchen uns jetzt die nächste Quest. Sogar eine Hauptquest machen wir mal. Schauen wir, wo die auf der Karte angezeigt wird. Hier, das ist ein Ancestor-Skill. Ah, Return to the Home Tree. Na gut, das kriege ich noch hin. So, komm schon, lad schneller. Na, das ging. So. Ah, und ich muss nach oben. Vielleicht kriege ich jetzt endlich meinen Drachen. Mein Ikran. Ich finde es teilweise immer noch irritierend, dass Dialoge so dann ganz nah an meinem Ohr sind. Obwohl die eben schon weiter weg sind und mich jetzt nicht so an nicht so angeht und ich nicht damit interagieren kann. Ich habe es voll drauf mit der Sprache gerade, merke ich wieder. Naja, das wird sich schon wieder einpendeln. So, dann hier nochmal schön hoch und dann... Ah, da ist ja das Questziel. Hallo. Sorry, I was looking for a tour. No, do not go. Speak with me for a moment. I let my fear and anger speak for me before. And I dishonored your loss. Even though she is with Ewa, my beloved mate Asahe reminds me of everything that was taken from us. Her wisdom and kindness remain here, and in Itua. I see you and Itua walking the same path, and yet it takes her further away from me. She is like her mother, impetuous and headstrong. She is the fearless Na'vi I want to be one day. I held her, Asahe, as she died in my arms. She was fearless too. Where you see a risk worth taking, I see certain war and devastation. My people have lost so much already. But if you don't fight, you could lose everything. For a moment we saw the peaceful spirit of the Sarentu in you, but it seems they truly did die. Was für ein Arsch. Ich sollte erstmal nach Loot schauen, würde ich mal sagen. Mit euch komischen Pflanzen interagieren. Sieht nicht so aus. Kinglor Cocoon Fiber. Cocoon Fiber. The Cocoon of the Kinglor valued by the Arana for the Silk Fiber they use in their Weavings. Alles klar. Missionsziel, wo bist denn du? She should be just outside home tree, next to a tree to the northwest. Das kriegt man hin. Also darf man noch mal runter. Ja, da gebe ich dir recht, Person im Hintergrund. Hey, wer bist denn du? Magst du mich? Hallo? Sieht nicht so aus. Na gut. Also Quest, Quest, Quest. Schau mal auf der Karte. Okay, rechts rum. Und hui, und abfangen. Hab mir fast nichts gebrochen. So, da ist es ja. Ach, so langsam komme ich mit dem Scanner doch ein bisschen klar. Muss hier noch die Pflanzen schließen. Ach, das ist so lustig. Hui. He cannot really believe this is my fault. Have you ever... Our own Sarentu hero returns. Your ancestors will be proud. Dankeschön. He is nett. Zome's needless death. Sky people care nothing for life, for beauty. And they are the problem with the Kinglor. I know it. What now? When your mother had that look, trouble followed.
If you connect to the Queen, she will show you what pains her. I tried, but could not understand what I saw. She might reject me. I'm more Sky people than Na'vi. You are both. That is your strength, and why it must be you. Your father might punish us all for this. I know he is afraid for us, Nafika. But if we do not try, he will not have anything to protect. Glade of Light is perfect for a meeting away from prying eyes. Yes, I will escort the King Lord Queen there. Unfurrow your brow, Mayaundu. All will be well. A tiny sting, and when you awake, we will give you a reviving nectar nixie. A sting? It's nothing. But the nectar nixie will welcome you back. All who ask for sight from the King Lord Queen must gather nectar before the ritual. Take her. You are more Na'vi than you know. Now shoo. Die wollen mich umbringen und wiederbeleben? The forest is healing. Should find that nectar now. Oh, ich bemühe mich. Der Hunter, irgendwas, Locations, habe ich wieder nicht rechtzeitig gelesen, was da dran stand. Hier leuchtet doch auch was. Ja, ich glaube, das ist das generelle Missionsziel. Nicht den Nektar, den ich jetzt schon wieder irgendwo herbringen muss. Na komm, das sieht aus wie eine Nektarpflanze hier. Was für Nektar? Nö. Schön sanft nach unten. Naja, haben wir zumindest ein bisschen was eingesammelt. Hier leuchtet wieder was. Das heißt, irgendwas ist in der Nähe. Sarentu Totem. Okay. Wird wahrscheinlich das Ding dann sein. Frag mich, was wir da bekommen. Ich meine, die Pflanzen hier noch ein bisschen verscheuchen. Nicht in die grünen Dinger laufen. So. Da oben ist er ja. Bin ich mal gespannt. So, irgendwas, was hier böse ist? Ja. Ihr habt das Vieh erlegt. Warum macht ihr denn sowas? Diese bösen Viperwolves. Glaubt's ja nicht. Thank you for these gifts. Oh, danke schön. So, die anderen haben sie fertilisiert. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier zum Questmarker. A totem. It looks familiar. Somehow. Nella, I found something. I think it's a totem. Old. The colors and weaving are a bit worn, but it looks Sarentu. Another of our people's totems. Noor has also seen one. Another? So there's even more out here. And did he see anything? I know he tried hard. Stared for a long time, but he felt nothing. But I think Noor just wasn't patient enough. Our ancestors must have wanted us to see something. I'd like to try. Maybe I can find the right perspective. Na, schauen wir mal. Also das sieht auf jeden Fall aus wie ein Pfeil nach links. Sarentu Totem. A totem used by the Sarentu clan. If observed from a certain location, it may provide insight into the mysteries of the Sarentu clan. Okay, Schriftzeichen. Ich würde immer noch sagen, das ist ein Pfeil in die Richtung. Kann mich natürlich auch irren. Dann schauen wir mal. Oh, was ist das? Also, das war nur das Tier. Auch hier würde ich sagen, das sieht doch aus wie ein Pfeil. Da ist der nächste. Also, dass Nord es nicht hinbekommen hat. Ja gut, wer weiß, ob ich das richtig mache. Also jetzt auf den Baum rauf. Ich schätze nein, aber... Autsch. Autsch. Ja, mit dem Bogen. Bleib doch mal stehen. Ich fasse wieder alle Pfeile weg. Und ich habe noch nichts getroffen.
Ah, ich habe was getroffen. Letzten Kommentar also einfach nicht berühren. Nicht berühren. Nicht berücksichtigen. Oh Mann, ich bin heute echt schon durch. Aber hey, wir können jetzt 40 Pfeile machen. Ist auch nicht schlecht. Da ist einer. Und den haben wir clean erschossen. So soll das... zumindest mercyful erschossen. So soll das doch sein. So. Wo ist denn das nächste Ding? Der Pfeil hat in die Richtung hier gezeigt. Oh, das... Da blinkt ja alles. Twisted Scale Tree. A giant tree with blue bark that has blistered and cracks giving it a texture like rough lizard skin. Tracken wir mal die Quest. Okay, das müssen wir irgendwie hier. Okay, ich muss den vom richtigen Spot irgendwie betrachten. Vielleicht vom Baum oben. Ah, damit kann ich Giftpfeile machen. Sehr schön. Ne, die Sulfurpots waren für Granaten. Ist ja noch besser. So, ich hoffe mal, das ist hier schon ein richtiger Spot für das Totem. Und was bist du? Das, was nach links gezogen werden will. Scalebug. Es ist doch gar nicht Nacht. Was redest du schon wieder, Spiel? Also ich bezweifle, dass ich hier richtig bin. Was bist du? Shellfruit. A parasitic fruit which grows a hard shell that needs to be broken in order to reach the juicy core. Ja, dann her damit. Ach, die muss ich jetzt auch noch raus operieren. Her mit dem Hirn. Nee. Na gut, gerade nach unten war die Lösung. So. Find and observe the Sarento Totems from the right spot. Ich würde sagen, das ist der richtige Spot. Noch weiter hoch komme ich nämlich nicht. Und mehr habe ich tatsächlich auch nicht gesehen von den Zelten mit Pfeilen. Vielleicht muss ich hochspringen. Dann hingucken. Hui. Okay. Irgendwas scheint hier noch nicht zu funktionieren. Mit meiner Taktik. Ich glaube, ich esse erstmal ein bisschen was hier. So eine schöne Food Ration mit Leermagen kann man ja nicht denken. So, Schriftzeichen in der Nähe wurde gesagt. Dann schauen wir mal auf die Nähe. Oh, da vorne ist wieder ein, da oben ist ein Helikopter. Gar kein Fan, muss ich sagen. Obwohl die zwei große eigentlich haben. So, Inspektor, ja. Achso, nee, das ist nur der Nightleaf Tree. Ja, ein bisschen was kann ich hier gathern. Einmal nach links drehen. Schriftzeichen. Bist du ein Schriftzeichen? Nee. Das ist eine Palme. Leopardpalme sogar. Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig. Irgendwie muss man doch da einfach nur durchsehen können. Brauche ich ein Fernglas. Ich glaube immer noch, dass das hier Pfeile sind. Ich gehe nochmal den Pfeil nach. Und wenn das nichts bringt, gehen wir mal zum Missionsziel. Und holen hoffentlich noch Honig auf dem Weg. So. Hier ist dann auch nochmal der Wegweiser, denke ich. Ich sehe nichts. Dann wollen wir mal hier hoch. Also Richtung ist östlich. Vielleicht von oben, von so einem Baum oder von hier. Ne, von hier sehen wir gar nichts. Kann doch nicht sein. Also Wegweiser irgendwie dahin. Und dann bin ich ratlos. Schauen wir nochmal.
Also relativ sicher, vielleicht sogar an dem Baum, wo ich drauf geklettert bin, vorbei. Aber dann was? Oh, da hat irgendwie das mit dem Zoom gerade. Hallo? Muss ich nun noch was machen? Na gut, da habe ich mich geirrt. So, Osten. Da ist nochmal so ein Wasserding. Vielleicht von hier? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Ich brauche eine Anleitung hierfür. Sieht zwar schön aus, aber nicht so wirklich zielführend. Wie gesagt, da oben komme ich nicht wirklich hin. Die Frage wäre das, ob das hier richtig ist. Komm schon, das wäre der perfekte Spot. Boah. Vielleicht noch weiter nach hinten. Ja gut, auf den Baum geht es natürlich auch. Ich denke immer noch, dass das hier irgendwas zu bedeuten haben muss. Komisch. Komisch, komisch. Aber ich komme nicht drauf. Müssen wir mal schauen. Ja, also, ich bin genauso inkompetent wie dieser Noah. Ich krieg's gerade auch nicht gelöst. Vielleicht nochmal von hier. Wüsste nicht warum, aber kann auf den Baum klettern. Oh, was bist du denn? Kuckucksei. Na? Oh, sehr schön. Her damit. Also, ein bisschen höher kann ich noch. Jetzt habe ich das Ding verloren. Ach, da oben ist es. Ja, ich würde sagen, das ist hier nicht richtig. Ich versuche mal rüber zu springen. Hat genauso gut geklappt, wie ich es erhofft hatte. Na gut. Questziel. So, die trackt man dann auch wieder. Kinglaw Forest Part 1. Klingt doch wunderbar. Sollten wir vielleicht noch schauen, wo wir hin müssen. Ah, falsche Quest. Da muss ich ja noch contributen. Clearing the Air. Ist auch nicht die richtige. Das ist ja nur eine generelle. Ups, nicht auf Quest gedrückt. So. Das ergibt schon deutlich mehr Sinn. Wie gesagt, irgendwie bei der Folge ein bisschen neben der Spur. Da müssen wir hin. Da sind wir. Und da reißen wir schnell hin. So. Hab mich wieder gefangen. Wegpunkt ist da. Auf geht's. So, und irgendwas mit Honig war noch. Honeycombs. Ich hoffe, ich habe einfach eine im Inventar. 11 Pouches immer noch voll, ja. Aktuell ist nicht viel Action passiert, muss ich sagen. Oh, da ist ein Fisch. Richtig. Oder muss das an so Fishing-Spots sein? Sieht ein bisschen so aus. Was ist denn hier? Her damit. Ja, Spare Parts. Könnten ruhig mal ein bisschen mehr drin sein. Da echt einige verbraucht. So, her mit dir. Inventar ist voll. Ach, so ein Jammer. Was ist denn das für ein Ding? Mit der können wir interagieren. Jo, hallo. Hier. The Kinglaw Forest is full of delicious ingredients to cook. Dankeschön. Man muss nur rumfragen. Ah, so eine Flytrap. Ich glaube, die bringt uns um, oder? Oh, sieht aus wie eine Nase, in die man irgendwie hoch sieht. Kann man die kitzeln? Naja,
finden wir es am besten nicht jetzt raus, sondern erst nachdem wir mal eine Mission hier gemacht haben. Bisschen Spannung und Abenteuer und Action. Swamp Hive Nektar muss ja hier sein und garantiert nicht an den Tieren. Ja, ja. Werd euch nichts tun, ich treffe euch ja eh nicht. So, da hinten sind wieder Biester. Diese Viper Wolves. Muss doch hier irgendwas. Ein Sumpfnektar sein. Oh. Wir werden es finden. Wir werden es finden. Wir schauen, dass wir dabei nicht ausgerechnet leicht umgebracht werden. Den Feinden müssen wir schon ein bisschen schwieriger machen. Hier, Viper Wolves sind. Wo sind die denn hin? Ah, die Scents sind immer so intensiv. Da, wo die eigentlichen Tiere sind, ist es nicht so intensiv. Na trotzdem, da hinten waren sie. Schalten wir die mal besser aus, sonst überraschen die uns noch irgendwann. Hier wieder Kompass, Lensflare sagt mir irgendwas. Das sind aber viele. Dann brauche ich eine Granate. Effektivste Waffe für den Job. Hey, nicht wegrennen. Bleib hier. Ich bin Schrotflintenhunter. Okay. Komm, da unten war doch noch einer. Muss ich da jetzt hoch? Laut der Impression, die ich bekomme, ja, aber... will ich das auch? Na gut. Da scheint zumindest so eine Art Weg zu sein. Vielleicht ist ja diese Swamp Hive Nektar auf dem Berg und nicht im Sumpf. Wer weiß das schon so genau. Oder in der Höhle. Müsste man nur eine finden. Ich dachte, da wäre eine. Anscheinend nicht der Fall. Komm schon, da könntest du dich locker festhalten. War man nicht hier schon mal? Ich kann mich an so einen Felsvorsprung erinnern, wo es gar nicht geklappt hat. Also, wo muss ich hin? Wo ist der schöne Sumpfnektar? Ne? Ja, vielleicht hier drin? Ist das überhaupt? Nö, keine Höhle. Hier komme ich eine Stufe höher. Sehr schön. Oh, klettern. Bin mir nicht sicher, ob der Sumpfnektar wirklich auf dem Berg oben ist. Es klingt einfach falsch. Auch hier wieder Tracks. Und... okay. Nicht in der Richtung. Was bist du denn da schon wieder? Wir werden nachschauen. Bladewing Trailer. So, so. Du bist ein... Bladewing Moth. When approached, these insects will flee towards the nests. Das kennen wir ja alle schon. Wieso sind wir denn hier oben? Follow. Wieso muss ich denen jetzt folgen? Na gut. Den Insekten nach. Er wollte, dass ich nach oben gehe. Na gut, dann macht man das. Ich hoffe, ihr führt mich zum Nektar. Ich habe euch verloren, muss ich sagen. Ah, da seid ihr ja wieder. Okay, und nun...
Spannend. Oh, da links sind auch Leute. Sind die hier lang gegangen? Oh, wo sind die Insekten jetzt hin? Da. Remove. Gather. Vorsichtig, vorsichtig. Eieiei. Ungefähr so ist nicht. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung. Ich habe schon alle ausprobiert. Nach unten rechts sieht am sichersten aus. Bisschen diagonal unten rechts. Uiuiuiui. Das gibt's doch nicht. So, nochmal Sinne schärfen. Vielleicht muss man das auch in mehrere Richtungen dann irgendwann drehen. Also ähnlich wie so eine Schlossknacken-Mechanik aus Skyrim oder so. Komm, jetzt bin ich nach unten. Nach unten. Nach unten. Hidden Fruit. Exquisite. Nicht durch, das ist jetzt aber nicht das Hive-Teil. Danke schön. Hallo? Hallo. Dankeschön. Dann gehen wir nochmal zum Questziel, würde ich sagen, oder? Da ist ein Wegpunkt. Sapling. Quest. Swamp Nectar Comp. Fein. Ich glaube, davon hat man doch eine. Use the Hunter's Guide and the Map to begin your search. Wo ist denn mein Hunter's Guide da? Pin. Können wir pinnen. Best Quality Day. Most commonly found in the Swamp Lowlands Biome of the Silkwoods in the Kinglaw Forest. Okay. Swamp Lowlands. Finden wir ja. Swamp. Swamp Lowlands finden wir nicht. Also, Silkwoods haben wir schon mal. Droplet, River, Empress, Cocon Hills, Threaded River. Könnt ihr nicht was Sumpfiges hinschreiben? Shadowwood. Sehr viele Holznamen fällt mir gerade auf. Okay, nochmal im Hunter's Guide schauen. Swamp Lowlands Biome of the Silkwoods in the Kinglaw Forest. Kinglaw Forest war mal zumindest schon mal. Ich bin orientierungslos wie ihr und ihr. Leaning Glade, ja, da war ich schon. Droplet Lens, River Embrace, Threaded River, Bellsprig, da ist auch was. Den Hammer, Bladewing Trail. Da bin ich hingedackelt, weil ich dachte, da muss ich hin. Ancestor Skill, Bellsprig, Wisdom Lake, okay. Silkwood, das ist ja hier dieses. Nur dieses Gebiet. Dann muss es ja da unten irgendwo sein. Da, wo der ursprüngliche Wegpunkt war. Schauen wir mal, wie groß das Gebiet wirklich ist. Okay, es muss irgendwo da sein. Also. Gasharvester Alpha. Da können wir auf jeden Fall mal fast traveln. Den haben wir schön hops genommen. Hat zwar ein paar Anläufe gedauert, aber. Jetzt gedeiht hier wieder alles. Grün so schön. Gut, da sind noch ein paar Loot-Container drin. Braucht man nicht. Schauen wir mal, dass wir in irgendwie die Richtung oder so gehen. Merkwürdig. Ist das nicht alles Kinglaw Forest?
Oder hier ist Wurm. Das kann natürlich... Nee, das ist schon außerhalb der Silkwoods. Nee, gut. Richtung steht, würde ich sagen. Natürlich auch zum Leaning Glade. Und es kann hier sein, aber das heißt Cocoon Hills. Das wird es nicht sein. River Ambrose. Wir gehen zum Wegpunkt. Wir werden Cocoon finden. Im schlimmsten Fall habe ich es, glaube ich, auch irgendwo in meinem Stash noch. Boah, eine Sammelquest. Ich bin nicht so gut da drin, wie man vielleicht merkt. Mein Bildschirm macht schon wieder das. Hier sind Belsprick und da ist Belsprick. Die sind wohl jetzt gediehen, als wir das hier weggemacht haben. Ich glaube, da ist die erste. Ja. Können wir machen. Ich würde aber tatsächlich gern Richtung Wegpunkt mal laufen und schauen, dass wir die Honeycomb finden. Dann geht es nämlich voran. Hive Nectar, sorry. Swamp Hive, okay. War gerade irritiert, dass ich wirklich was mit Honig finden muss. Auch nicht schon wieder. Achso. Ihr seid in Ordnung. Gegen euch habe ich nichts. Das sieht doch sumpfig aus. Elf Pouch ist full. Wird doch hier irgendwo was zu sammeln sein. Da steht gleich auch das Gebiet dran, in dem wir sind. Würde ich sehr begrüßen, so langsam. Da hinten ist Reh. Im Wasser ist Fisch. Forest Seaweed. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Komm schon, wir werden ja irgendwas finden, was wie ein Sumpf aussieht. Bambus wird es auch nicht sein. Sumpf ist meiner Meinung nach auch eher in Wassernähe, deswegen braucht man gar nicht anfangen, um da wieder auf den Baumstamm zu klettern. So. Da oben ist auch nicht das, was wir suchen, sah für einen Moment so aus. Was bist du denn? Das sieht hier wie ein Sumpf aus. Und das sieht richtig aus. Lass mich mit dir doch einfach interagieren. Ach, toll, Cooking Ingredients Pouch ist voll. Ja, die Granate wollte ich nicht werfen. So, Pouch. Character. Pouch. Cooking Ingredients. Erstmal mal eins. Dankeschön. Und jetzt können wir es. Vorsichtig, nicht kaputt machen. Nach oben ist die Lösung. Sehr schön. Frag mich dann, warum ich wieder so auf Abwege gekommen bin. Naja. Das heißt Hunter's Guide. Pinnen, anpinnen. Hey, ich will doch das auch einfach anpinnen. Okay, kann ich hier rüber machen. Sehr schön. Und jetzt, was steht da? Bring the Swamp Hive Nectar to Etuva in Nefika at the Glade of Light. Was ist in the Glade of Light schon wieder? Da war ich auf jeden Fall schon mal. Es wird angezeigt. Fast Travel. Hey, something weird just happened. What kind of weird? Priya, the weird thing. Oh, yeah, sorry. So I was straining to reach a part I needed, but then Nor comes over and he's like, let me get that for you. And hands me the thing. What did you say? Nothing. It's kind of froze and smiled. Anyway, it's been really helpful lately. Even to humans. Maybe he's just getting used to you. I mean, you're not so bad. Yeah, you're right. I'm glad though. Anyway, I'd better go. Call if you need anything. Also so wird das nur jemandem hilft, finde ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht sollte ich es finden. Da muss ich hoch. Und ich habe sogar den Weg schon. Ach, das läuft ja wie geschnürt hier. Wie geschmiert. Geschnürt? Wie geschmiert? Wie geschmiert heißt es auf jeden Fall.
Wie am Schnürchen. Das war's andere. Oh Mann. Heute bin ich echt nicht zu gebrauchen. Ich werde mich vielleicht einfach nach der Folge ins Bett legen und dann war es das für heute. So. Ich habe ihn doch gerade gesehen, den Wegpunkt. Das mit dem Scanner ist so eine Sache. Hätte auch nicht ganz hoch müssen. Nö, gut. Let's hope this works. Hope is the only thing we have left, my Aldo. Did you bring the nectar? Natürlich. War leicht zu finden. Ewa has brought us calm. There will not be calm if Katna discovers our plan. Is it going to hurt? No! No. Ewa, we enter your welcoming arms, at one with all things connected through you. Guide this traveler, bring them to the heart of the nest. Es müssen nicht unbedingt Insekten sein. Ich hoffe, die beleben mich rechtzeitig wieder. Oh, ich bin das Flugvieh. Uiuiui. She's content. She's trying to show me something. Ja, die Trampelviecher zerstören hier alles, oder? She wants to gather the King Lord. They are hungry. The Queen guides them to flowers. To feed. Boah, echt nicht die beste Vision, dieses Insekt. Muss ich hier auch andocken? Glaub nicht. Gut, dann geht's weiter. Wait. On the horizon. She sees an RDA facility, but doesn't know what it is. Und nun was? Okay, hier geht's weiter. Anscheinend auch nicht. Ich habe keinen Scanner, ich weiß leider nicht, was dieses Insekt gerade will. Wow, vielleicht geht es da hinten weiter. Das war aber eine große Facility, muss ich schon sagen. Da geht es auch nicht weiter. Wir werden uns durch sowas ähnliches wie Echolotung fortbewegen. Sobald eine unsichtbare Wand kommt, wissen wir, dass man da nicht lang soll. So zum Beispiel. Komm schon, wir sind doch hier angekommen an dem Baum. Wo muss ich denn hin? Muss ich hier doch was essen? Da bin ich rein. Vielleicht muss ich hier. Autsch. Gut, das können wir auch ausschließen. Ich denke auch nicht, dass wir unter Wasser müssen. Also für mich war das der richtige Weg. Er hat ja auch kommentiert. Also muss ja irgendwie rechts, links, oben, unten. Irgendwas muss ja hier funktionieren, denke ich mal. Sicher, dass ich da nicht lang soll. Ah, nach unten geht's. Ich war einfach zu hoch. The Queen wants to find more flowers for the King Lord to feed. The energy pulses disturb her. She feels it. The swarm is agitated. It's confusing. So she keeps flying. Bisschen verwirrend, wie man sich hier zurechtfindet, finde ich schon.
Auch jetzt, dass ich einfach einen Tick zu hoch war dafür. Uff. Bisschen frustrierendes Quest-Design ab und zu. The queen, she needs to find the other king or protect them. A wave of energy. It's closing the flowers that they feed on. The king are hungry. This chest. The balloons. The pulse is coming from the balloons. Was für Ballons? It pushes the king or back. Discomfort and confusion. She doesn't know how to get them away. Na gut. Denkt sich das Insekt mehr als ich denke? Flying so far away from the balloons. The swarm is weak. Where is she leading them? Ich habe keine Ahnung. Doch du sagst mir das jetzt. Eieiei. Ganz schön windig hier oben. Autsch. Voll auf die Fresse bekommen. Ja, was das heißt, muss ich mir auch erklären lassen. Auf die Charakter besprechen das. Eat this. You have been on a long journey. Dankeschön. What did your queen show you? I saw the sky people's facility looming over the forest. It's sending out a signal to the devices in the sky. That signal closes the flowers, stopping the king lore from feeding. This forced them to the shelter of Home Tree. But the devices can only be reached by air. I'll shoot the floating devices down, every last one. That won't be enough. The signal is coming from a Sky People base at the Stone Pillars. But I think I know how we can disable the sensors on the floating devices. Then you must fly with us, but you'll need an Ikran. Das sehe ich auch so. An Ikran is an honor only Katnat can grant. And he will not. The King Lore have shown the Sky People to be the source of their troubles. He has to listen this time. I'll gather the hunters. Their bows will be ready to help save the King Lore. Nafika will meet you at the base of the Rukri. It is time for you to soar, Mayaundu. I will bring Itu. It will comfort him to see you make the bond. We'll meet at a high place near the Rukri. Let our arrows fly true when we descend on the Sky People. What if I don't make a bond? You shall still have honor, Mayaundu. They shall sing songs of how an Ikran tossed you from the rookery. First, you must connect to Ewa. She will prepare you for the Ikran bond. Das klingt doch gut. At the Tree of Voices in Glade of Light. Oh. Einfach hier ran. Na gut, stöpseln wir uns ein. Ist das jetzt ein Tutorial? Nö. Ich habe davon Essen bekommen. Und mehr Clan-Favor. Das ist doch schön. New Quest Take Flight. Auf die warte ich schon eine ganze Weile. Hab das nämlich im Trailer gesehen, dass man fliegen kann. Hab's auch in den Steuerungsoptionen gesehen. Und jetzt
wird es nächstes Mal endlich soweit sein. Weil aktuell denke ich, das reicht für die Folge. Haben viel erreicht, viel Sumpfhonig gefunden. Genau. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.